Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2 mit dem Endgame. So an diesem wunderschönen Sonntag legen wir los, hier an den Docks die letzten Quests anzufangen, bevor wir zu der Expedition von Bartrand mitgehen. Ja, wir haben ja noch ein paar Quests offen, wie zum Beispiel, ach ja, hier Gerücht. Ich weiß nicht, ob wir dem Gerücht noch nachgehen sollen. Hier bei den sekundären Quests. Und zwar noch lose Enden. Hier sollen wir noch irgendwie Athenriths Leuten bei den Docks helfen, noch ein paar Kräuter sammeln und noch so einen Scheiß machen. Ja, werden wir alles in dieser Folge hoffentlich noch schaffen. Mal schauen. Aber wir gehen erstmal hier zu den Schlechtern hier. Price, was ist das denn für einer? Wieso läuft hier ein Junge her? Hä? Es hängt jetzt Büttel. Wir sind kein Büttel, wir sind ein dicker Magier. Und ich habe uns mal hier andere Zauberstäbe gegeben. Also anders und mir. Einfach mal zum Test, wie die so funzen. Der hier gibt mir ein bisschen mehr Angriff und der von anders, der gibt ihm ein bisschen mehr Heilungskräfte. Sodass wir einfach ein bisschen mehr Leben zurückbekommen, wenn er anfängt zu heilen. Hey, was soll das hier? Aufs Maul? Also. Ah ja. Schon wieder vermisst hier. So. Natürlich kein Problem für uns hier. Mit kleinen Bogenschützen abzumetzeln. Aber die kommt von allen Seiten. Heftig. Ich hoffe mal, der Junge lebt noch. Ah, ja, ich glaube schon hier. Der blaue Punkt, das müsste der sein. So, frisst den hier. So. Flap. Ah, geil. Oh nein, lass anders in Ruhe. Den Magier brauche ich noch. Ja. Yeah. Oh, scheiße. Isabella hat nicht mehr so viel Leben, aber ich glaube, das war der letzte, oder? Das ist der letzte? Ja, schätze mal schon. Thank you. I thought them Kotri men had me for sure. I guess the whole thing was a trap. There were no dwarves when I went to make the trade. Just Kotri waiting to kill us. They got the rest of the boys. I ran. I was hoping they wouldn't find me here. But they did. Junge, wieso hat Ethaniel ein kleines Kind hier geschickt, um den Handel abzuwickeln? Ziemlich komisch. Was ist überhaupt ein Courtier? Oder Courterie, weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Is that Athenril's rival criminal guild or something? More like she's their rival. A small one at that. What I hear is the Coterie controls most crime in Kirkwall. And they don't like competition. Tja, dann kein Wunder, dass wir hier von denen überrascht wurden. Aber wie alt bist du eigentlich, hä? Oder nee, ich frag, was wirst du jetzt tun, ja. So will you be running home to tell Mama crime doesn't pay? My Mama was ripped in two by one of them big horn darkspawn. It's just me and my sisters now. Working for Athenril's the only way to feed the girls. Scheiße. Ah, wir sind mal lieb und sagen ihm, dass er die Ware behalten kann und neu anfangen kann. Why not take what Athenril gave you and start fresh somewhere outside of Kirkwall? What do you mean? There's always work to be found on farms for a healthy young man. My father was a farmer before the darkspawn got him. I'd rather do that than work for Athenril. I'll get my sisters. Please, make sure she doesn't come after us. Athenril wird uns wahrscheinlich total meucheln deswegen. Oder auf jeden Fall total pissig sein. Aber das Risiko nehmen wir mal ein. Was ist das denn? Ausgefranster Wollschal? Was für eine Scheiße gibt es hier eigentlich, die man aufsammeln kann? Unglaublich. Ja, ich würde sagen, das machen wir erst später. Oder wir gucken uns erstmal die Karte an, wo wir noch hin müssen. Wenn, dann mache ich immer alles gerne auf einen Schlag. So, Unterstadtgerüchte, Wölfe hüten. Das machen wir vielleicht zuletzt. Dort oben geben wir die Quest ab. Ich würde sagen, wir gehen dann mal hier zur Knochengrube. Oder erstmal... Ach komm, erstmal zum Sünderhügel. Wir müssen noch ein paar Kräuter sammeln. Das klingt zwar ein bisschen beknackt, aber wir brauchen ja das Geld. Beziehungsweise sind wir ja... Wir sind ja auf jeden Fall geldgeil. Ey, wir haben da Items vergessen. Hui. Kürass der Flintgesellschaft, okay. Und wir müssen noch irgendwelche... Ja, Eisenborke müssen wir noch holen. Und wie wir schon in Dragon Age Origins gemacht haben, müssen wir die Elfen fragen, wo wir es her haben. Oder wo wir es findet. Die kennen sich ja mit dem Stoff aus. Ist ja ziemlich hartes Holz, wo man ziemlich geile Sachen mitmachen kann. Würde ich am liebsten auch mal irgendwie verarbeiten lassen, aber wenn dieser Kräuterkundige oder der Kräutertyp da in Kirkwall uns da was für geben kann, dann ja, kein Problem. Ja, schön, aber ich will Eisenborke haben.
Ah, jetzt muss ich hier wahrscheinlich den Meister fragen. You've returned. Is there something you need? Ich suche Eisenborke. Do you have any pure iron bark in stock? What use is iron bark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost two of our best hunters there. Und wieso dann das Verbot, hä? Sind doch nur zwei gewesen. What happened that warriors as skilled as the Dalish refused to venture to the area? Your respect for our hunters is most surprising, stranger. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. Kein Problem, wir haben Anders dabei, der kennt sich mit der dunklen Brut aus. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir jetzt da hinten hingehen müssen oder wo. Wo ist denn der Scheiß hier? Meister Illyn hat erzählt, wo die Eisenburg gibt, aber auch vor der dunklen Brut in dem Gebiet gewarnt. Ja, schön. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder hier raus. Nicht, dass wir jetzt doch noch hier irgendwo nach oben gehen müssen. Das wäre ziemlich kacke. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich freue mich schon, wenn wir jetzt hier mit allen Quests fertig sind. Ich habe, glaube ich, noch nie bei Dragon Age 2 alle Quests fertig gemacht, bevor ich dann zur Expedition aufgebrochen bin. Da sind wir sicher derbe gut vorbereitet. Also mit Erfahrungspunkten satt und mit Ausrüstung, die wir uns dann noch kaufen können mit dem Geld. Oder mit dem restlichen Geld. Dürfen wir jetzt nicht zu viel kaufen, da haben wir keine 50 Gold mehr. Das wäre natürlich scheiße. Alles verkauft und dann keine Quests mehr. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Das wäre ziemlich scheiße. Oh, hier, Eisenbrockenlichtung. Ja, klar, wieso nicht? Sind wir direkt bei der Knochengrube und die müssen wir dann auch noch machen. Die Knochengrube war ja so eine alte Mine, wo Leute drin gearbeitet haben für Reldner. Ach, hier, Hörlock. Klar, hi. Na, lange nicht mehr gesehen. Tja, jetzt haben sie natürlich gar keine Chance mehr gegen uns. So stark, wie wir jetzt sind. Boah, der Stab macht ja Blitzschaden. Das geht derbe ab hier. Nein, ich will auch einen erwischen hier. Na, machen dann die alle weg. Ich will noch was zu tun haben. Aber ziemlich komisch, dass es noch einige Gebiete gibt, wo die noch rumstreuen. Es könnte sein, dass es hier vielleicht einen Weg in die tiefen Wege gibt, aber sonst wüsste ich nicht, was dunkle Brut hier in einem kleinen Gebiet an der Oberfläche zu suchen hat. Ja, nehme ich mal mit hier, den Scheiß. Ist hier noch irgendwas? Gar nichts, okay. So viel gibt es doch hier gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre hier voll mit Ogern und sowas, aber nur so kleine Hörlocks ist ja gar nichts. Das gibt's doch nicht, Junge. Könnt euch nicht mal derbe verpissen hier. Oh nein, jetzt laufen die mir alle weg. Dann dein, ja. So, du willst Stress haben, Junge. Alles klar, kein Problem. Ja, die muss irgendwo einen Eingang zu den tiefen Wegen geben. Das anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja! Fest die Flammen der Vergeltung! Und die Blitze der Rache oder des Zorns, wie auch immer. Ich muss in meinen Angriffen noch irgendwelche gruseligen Namen geben, damit meine Feinde vor Angst erzittern. Oh, jetzt stoppt das Spiel. Oh, da ist der Ogre, den ich gesucht habe. Ja, hi! Na, wie geht es, mein Junge? Ich glaube, du wirst nicht lange überleben hier. Jawohl. Wie wir am Anfang einfach mit diesen Viechern gerungen haben und hier die einfach so plopp ein paar Zauber drauf wirken und schon sind sie alle weg. Geil. So, Eisenbocke ist auch da hinten. Na. Ah. Reine Eisenbocke. Wunderschön. Jawohl. Alte Gegenstände, reine Eisenbocke. Ach, wie gerne ich jetzt zurückkehren würde nach Ferelden, um dort noch die Eisenborke zu einem Gegenstand umbauen zu lassen oder schmieden zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie die Verarbeitungskünste von Eisenborke heißen. Aber wir gehen erstmal zur Knochengrube. Dort gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die wir holen müssen. Irgendwie Drachenreißzahlen, glaube ich. Cubits Miners must be a desperate lot to work here. Ja, passiert nicht. Dass man in einer Mine arbeitet, die Knochengrube heißt. Ich glaube, da muss man wirklich verzweifelt sein. Ja, in die Knochengrube werden wir, glaube ich, noch öfter zurückkehren. Nö, nicht wirklich. Außer für uns, wir sind ja hier der Geilste. Obwohl, naja, wir machen auch eigentlich ziemlich dreckige Arbeit.
Ach, Plünderer, schön. Was macht ihr denn hier? Ich küsse mal hier ganz schnell. Das mag ich aber gar nicht. Dahin nochmal, los. Oh, die scheinen richtig aufmucken zu wollen hier. Die Dreckigen. Ja. Wo geht er denn dahin? Nicht so weg. Nein. Junge, lass ihn in Ruhe. Das mag ich aber gar nicht, wenn hier meine Gefährten angegriffen werden, die sich eigentlich auf Fernkampf spezialisieren. Oh. Noch mehr. Mottenzerfressener Schal. Bah. Wieso nehme ich eigentlich den Scheiß mit? Den will auch eh keiner kaufen. Weil dieses verzögerte Zurückwerfen, das finde ich irgendwie ein bisschen geknackt. Wenn ich Geistschlag einsetze. Ja, Geistschlag heißt die Fähigkeit. Sieht irgendwie ein bisschen behindert aus. Ich mache Geistschlag, zucken zusammen und dann fliegen sie erst weg. Oh, Knochenberg. Die Knochengrube. Sir, ich habe heute Morgen die überlebende Sklavin befragt. Sie war völlig verängstigt. Konnte mir aber doch ihre schreckliche Geschichte erzählen. 17 Sklaven, ach, könnt ihr euch durchlesen. Klingt ziemlich komisch. Ja, in die Knochengrube werden wir noch öfter hinabsteigen. Ich glaube, nicht so oft, aber doch ab und zu. Muss ich mal sagen. Oh, ein Fass. Zerbrochene Statuette. Boah. Braucht kein Mensch. So, müssen wir für beide Quests jetzt hier rein? Drachenreißzahn. Eigentlich lungern die Drachen hier unten rum. Aber ich sehe hier auch nichts, außer... Knochengrube. Mine, die Knochengrube. Naja. Wir schauen uns dann lieber doch nochmal hier unten um. Da gibt's... Was ist das denn? Nevara? Ach so, ein Buch. Boah. Brauchen sie jetzt, glaube ich, nicht so derbe interessieren. Da oben gibt's auch nichts. Ja, wir können leider nicht in die große Grube rein, glaube ich. Deswegen... Ha. Denn da sind noch ein paar Drachen, das weiß ich auf jeden Fall. Das Mysterium von Kirkwall. Okay, dann noch hier Elfenwurzel. Es ist ja mal langweilig hier. Diese Quests hier noch zu machen, die direkt vor der Expedition sind. Wir haben schon alle geilen Quests gemacht, die Haupthandlung und sowas hier. Ah, aber, wie man so sagt, es ist ja am dunkelsten vor der Dämmerung. Deswegen wird es noch richtig geil, wenn wir da in die Expedition aufbrechen. Gibt es hier überhaupt noch irgendwas? Oder ist es total sinnlos, dass ich hier noch das Gebiet absuche? Da gibt es noch eine Kiste. Oh, ich höre da irgendwas. Das hört sich hier nicht so geil an. Hört sich nach einem Drachen an. Ich brauche noch einen Drachenreißzahn, das stimmt. Deswegen... Ne, ich glaube, die sind dann, wenn dann, in der Mine oder so. Ja, wir gehen einfach mal in die Mine rein, das ist mir jetzt zu doof. Ihr befindet das sicher jetzt auch langweilig, hier einfach nur rumzugammeln. Und ich hasse es einfach, langweilige Quests zu machen. Das kann sein, dass die noch irgendwas wissen, was wir nicht wissen. Dass sich dort irgendwas auffällt, was nicht so schön ist. Nicht so schön ist, was heißt das denn? Was gefährlich sein könnte. Drachen, wunderschön. Mache ich sie dreimal so groß. Ja, das glaube ich dir sogar, Varric, wenn du das hier erzählst. Zah. Boah. Die halten hier selber was aus, aber ich glaube, in meinem Feuersturm bin ich hier direkt an der falschen... In der falschen Ecke. Nein, was ist das denn hier? Lass aber den Scheiß hier. Ich glaube, ich sollte mal mehr Postangriffe einsetzen. Zah. Und ja, da haben wir ihn. Nice. Und die haben keine Reißzähne oder sowas? Das ist ja doof. Ah, oh, na toll. Ich hoffe mal, wir finden noch hier einen. Beziehungsweise wir finden früh genug einen. Oh, aufbereitetes Lyrium. Cool. Können wir uns wieder irgendwas zusammenbasteln. Und dort oben ist noch einer. Wie komme ich denn da hin? Ach, da, über die Treppe. Hab ich gar nicht gesehen. Irgendwer muss davon noch einen dicken Reißzahn abdroppen müssen. Oder? Komm. Ich brauche doch nur einen Reißzahn. Einen Reißzahn, dann bin ich doch schon wieder weg. Ach Mensch. Ist ja jetzt mal total beknackt. Hier in dieser kleinen Mine rumzugammeln, um nach Drachen zu suchen. Oder haben wir jetzt eigentlich schon... Oder wieso fliegen die eigentlich in der Höhle rum? Oh, die ist offen. Eine offene Höhle. Okay, dann ist kein Wunder, dass hier Drachen reinkommen.
können und sich hier einnisten. Eine verlassene Mine, beziehungsweise Mine, die nur von dreckigen Ferelden, okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, von irgendwelchen schwachen Minenarbeitern bewacht wird, deswegen gutes Futter und gute Brutstätte. Würde ich mal jetzt darauf tippen. Flap! Na los! Ja! Das lebt noch, oh. Schutt, Drache und einen Sack können wir noch hier holen. Helm des Sieges. So, bitte, Drachenreißzahn. Nein, nur ein Gürtel. Ach Mensch. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Naja, wir müssen dann. Wir, also ihr und ich, müssen mal zumindest damit klarkommen, dass wir mal eine langweilige Quest machen. Gibt's leider auch bei diesem Spiel. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. So, noch mehr. Ja. Gut, dass wir jetzt hier von anders noch diesen Elementarwaffen haben. Sonst würde es, glaube ich, ein bisschen länger dauern sogar. Befürchte ich gerade mal. Aber wir haben ihn dabei. Also kann uns hier eigentlich auch nichts mit geschehen. Mit seinen Heilkünsten. Ja. Das ist die Blitze des Zorns. Er erzählt aber irgendwas von Mächten der Natur und sowas hier. Okay. Ja, ich habe ja auch die Mächte der Natur auf meiner Seite. Ja. Flap. Wieso stellt sich Varric eigentlich da hinten hin? So, der hat sich an Reißzahn Drachen Iris. Ihh. Wieso schneide ich denn die Iris ab bei einem Drachen? Das ist ja jetzt mal mega pervers. Hier ist wieder ein Sack. Eustik. Eustises Knauf. Ach, das sind wieder irgendwelche. Wieder irgendein Gegenstand, den wir bei irgendwem ablagern können. Beziehungsweise irgendwem geben können. Und dann sagen wir: Hey, lass doch nicht eure Sachen hier rumliegen. Bla bla bla. Tiefenpilz. Oh, cool. So, hier geht's noch rein. Aber ne, da geht's gar nicht rein. Schade. Dann geht's hier weiter. Wo die Drachen herkommen. Wer ist den hier? Zap. Who's next? Ja, die stehen wahrscheinlich alle in Reihe schon. Reihe und Glied und warten auf, darauf, abgemetzelt zu werden von uns. Hier hinten in der Höhle, wette ich mit. Oh, da. Nee, nur Schutt. Oh. Hier muss es doch irgendetwas geben. Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven. Wow. Moment mal. Die hatten eigentlich nicht so schlechte Werte, glaube ich. Plus 7 Gesundheit und 9 Verteidigung. Das könnte Evelyn gut gebrauchen, würde ich mal sagen. Heben wir ihr mal auf. Jetzt aber hier. Oh, da lebt ja noch einer. You came along. Them dragons would have sniffed me out for certain. Hold on. What happened here? I'll tell you what I can. But be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Kein Problem. Wie ist das passiert? Where'd the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed and dragons came through. It was a bloody slaughter. Scared out of my wits. I ran like my ass was on fire. It probably was. Only I went the wrong way. Ended up trapped here. Tja, du bist aber noch am Leben, also bist du wohl doch in die richtige Richtung gelaufen. Gibt es noch andere Überlebende? Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. Tja, die sind dann wahrscheinlich den Plünderern in die Arme gelaufen. Rennt um euer Leben. You better get going. Try not to get eaten. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Ah. I'd wondered if the dragons left their nest unguarded. Drachen und ihre Nester. Seit der Hobbit müsste eigentlich jeder wissen, dass Drachen ziemlich viele Schätze horten. Also, werden wir uns da noch mal hinbegeben. Ich wette, er meint hier. Oder doch da rein? Moment mal, das ist die Quest. Ach, keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal hier um. Vielleicht finden wir hier den Drachenreißzahn oder wir müssen wirklich dem riesigen Drachen dann. Oh, noch mal so ein Ring. Den Drachen raus, den Zahn rausreißen, sag ich mal. Hey, gibt's ja gar nichts mehr. Noch Mensch. Oh, was mir einfällt. Ich vergesse immer wieder Artemis herbeizurufen. Das ist mir sowas von. Ich finde ich so kacke, dass er nicht automatisch in der Gruppe bleibt, wenn man ein Gebiet wechselt. So. Ah, da ist er doch. Junge. Freut mich, dich endlich kennenzulernen, du dreckiger Drache. Ja, Artemis ist jetzt schon wieder weg. Das finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Aber den werde ich gleich nochmal beschwören.
Aua. Was ist das denn hier für einer, ey? Überhaupt nicht, mal ein bisschen aufteilen hier. So, und Artemis kann ich wieder auf der Ball beschwören. Genau jetzt. Ja. Danke. Ein bisschen blitzen und ein paar Eiszauber, dann wird er wahrscheinlich gleich fallen. Nein, Isabella. Das gibt's ja nicht. So. Den haben wir gleich, aber. Na komm schon. Noch ein bisschen. Ja. Die Blitze des Zorns haben ihn überwältigt. Ja, geil. Und hier haben wir auch den Drachenreißzahn. Cool. Was ist das denn? Kurzbogen? Okay. Gürtel der Kasteten. Nein, jetzt ist mein Inventar wieder voll. Das gibt's nicht. Ah, jetzt werde ich mal irgendwas wieder hier rausschmeißen müssen. Zerrissene Hose. Wieso habe ich zerrissene Hosen in meinem Inventar? Oh Mann. Mottenzerfressener Schal. So eine Scheiße, die ich immer mit habe. Ja, das passt doch. Gut. Dann hauen wir mal hier ab, nachdem wir den Schutt noch überprüft haben. Noch ein Helm des Sieges. Nee, will ich nicht haben. Was rollt denn hier noch so rum? Wow. Schnell weg hier. So, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch an Kirkwall die ganzen Sachen abgeben. Zum Beispiel Eustizes Knauf. In der Galgenburg hier die Kräutersachen. Reißzahn und Eisenborke. Und hier im Behängten Mann noch irgendeine Quest abgeben. Ich würde sagen, wir machen aber dann doch nochmal eben die letzte Quest und gehen in die Unterstadt, um dem Gerücht nachzugehen, Wölfe hüten. Ich weiß nicht, was das für ein Gerücht sein soll, aber wir wollen ja perfekt alles hier abarbeiten. Deswegen Schwester Petrice. Oder Petrice. Wie auch immer. Um auch wirklich sagen zu können, yo, Kirkwall wurde total aufgeräumt von uns. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie Kirkwall aussehen würde, wenn wir nicht hier alle Verbrecher auf... ja, beseitigt hätten, die wir innerhalb unserer ganzen Quests schon gemeuchelt haben. Here, miss. Word is, you're looking for help. And paying well. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. Hallo? Wie can hört sich das denn an? This deep into Lowtown and be that stupid? Oh Mann, ist die beknackt, ey. Sie ist wohl wirklich wahnsinnig. Can you save someone so intent on being foolish? Scheiße, wie doof ist die denn eigentlich? Ah, gut, dass wir hier sie noch retten können. Oh, jetzt hat sie natürlich Angst. Irgendein Deppen. Hallo, es hört sich doch eh schon verdächtig an, wenn einer sagt, komm, lasst uns in diese Gasse gehen. Und dann werden meine Freunde... Thank you for your timely intervention. I am out of my element. Surely you didn't realize that just now. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, but also integrity. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby. Kennen wir uns? I just saved you in an alley and suddenly we're in business. You're in Lowtown. What grand scheme could I be interrupting? Varnell? Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter only grows more urgent with time. Wieso heißt die Quest dann Wölfe hüten? Okay, scheint doch nicht so uninteressant zu sein, wie ich gedacht habe. Jo, dann hauen wir mal hier schnell ab, oder? Ach nee, da hinten müssen wir hin, okay. Tja, bin ich mal gespannt, was die so für Probleme hat. Oh ne, wir müssen hier hoch. Wölfe hüten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was so eine olle kirchliche Dame mit Wölfen zu tun haben soll. Und warum die Sache dringlich sein könnte, wenn es nur Wölfe sind. Oder vielleicht Werwölfe? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich habe Angst. Ja, wir gehen erstmal in Petrices Unterschlupf. Wenn sie Petrice ausgesprochen wird. Wow, wow, wow. Nice to see you too. I thank you for coming. This matter is delicate, and I need someone of limited notoriety who will not link this to me. It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. Kommt zur Sache. Time is wasting. Who is going where? My name is Sister Patrice. I have assumed a burden of charity. This is my charge. Nein! Twist my tail. Would even a Templar bind a mage like this?
a survivor of infighting with their Talvashoth outcasts. I call him Katojin, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people. Or being seen in my care. Ich könnte mit dem Erishok reden. I've had dealings with the Kunari leader. He'd want to know of this. You have dealt with their leader. If you have interacted with Kunari, you know how they treat those who leave their heathen order. The Arashok would doom this poor creature. But knowing them is useful. If they challenged you, attacking an ally would only confirm their barbarism. You are still right for the task. Scheiße, wieso sollen wir so einen abtrünnigen, also kein abtrünnigen, so einen Magier nehmen? Die werden doch eh schon von denen so gefürchtet, also von den Kunari, dem Magier unter denen. Ihr habt nicht nach meinem Namen gefragt. You're not interested in who you might be hiring. If you were important enough to know, I would need someone else. But if you insist, what is your family name? My name is Hawk. Strong. Very Ferelden. The Kunari have hardly pressured the southern nations. You have not seen as many converts or those who refused. If this action, if any action, can lessen their influence, it must be done. Ja, eigentlich schon. Aber woher habt ihr ihn? You don't just stumble on something, someone like this. For all their blasphemous certainty, the Kunari do have deserters. Those who seek freedom are hunted mercilessly. Talvashoth, they seem to accept the role. Even their rebels conform. Servonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor. Aber ist ja sicher auch an Talvashoth, also Talvashoth heißt ja irgendwie sowas wie gefährliches Monster oder sowas, so werden die Magier genannt. And you think this mage was being hunted? I am certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity now. Okay, ich bring ihn raus. I can get him out of Kirkwall. He's a bit conspicuous for the streets, though. I had never thought about the plight of mages among the Kunari. But it seems they are even more oppressed than we are. That is obviously not an option. You must avoid incident with the guards. I cannot be linked to this. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. It is dangerous, but that is why you were hired. Good luck. Na toll, jetzt können wir... Wieso mag Varric das denn nicht? Wenigstens haben wir ein paar Pluspunkte bei Anders bekommen. Aber okay, das machen wir noch. Das ist, finde ich, eigentlich ziemlich interessant. Katojin, is it? You need to be led out of the city. I'm not seeing a lot of fire for freedom in those eyes. It has been difficult to get information, but look at him. Would you want this? We must have that in common. Naja, gut, okay. Wenn ich eben speichern darf, dann mache ich das mal eben, kein Problem. So, super. Dann ab in den Keller und dann auch hier in die Dunkelstadt oder wo auch immer das uns hier hinführt. Naja, besser als oben an der Oberfläche rumzulaufen. Dropping the deep dark with a horn skull mage and other colloquials to that effect. Oh nein, was denn das hier? Oh, warte, Moment. Scheiße. Lass mir die Fallen entschärfen. Ja, wunderschön. So. Flap. Es ist natürlich interessant hier, wenn einfach nur Giftspinnen auf uns warten. Ich dachte, hier wären mehrere Schläger oder so, die uns fertig machen wollen. Aber schade finde ich, dass uns der Talvashoth hier nicht weiterhelfen kann. Die sind eigentlich ziemlich mächtig, die Talvashoth unter den... Also die Magier unter den Kunari, so wie ich das gehört habe. Und, oh, hätte uns prima helfen können. Na komm, los! Und... Nehmen wir hier einen... Ne, da hinten noch einen Feuerball hin. Ja! Yeah. Tja, könnte doch sein, dass wir doch mehr als eine Folge brauchen, um zu zur Expedition zu kommen. Das gibt's ja nicht, wie viele Fallen es hier gibt. So eine Scheiße. Ja. Keine Chance hier. Also nicht mehrere noch hier. Ja, verbrennen kann. Super.
flupp. Aber ich glaube, bevor wir uns in die mit der Expedition in die tiefen Wege wagen, werde ich nochmal das eine Buch benutzen, um unsere Fähigkeiten zurückzusetzen, um Blutmagie wegzumachen, weil irgendwie habe ich noch nie Probleme mit meinem Mana gehabt. Und ich habe sogar noch mal hier Mana-Tränke. Deswegen glaube ich, ist Blutmagie eher useless. Also, keine Ahnung. Habe ich so das Gefühl gehabt. Hier gibt's auch wieder diese schönen Zeichnungen der Sklaven. Oh, das gibt's doch nicht. Isabella. Ich habe zwei Schurken bei mir. Die sagen mir nicht, ob wir fallen sind. Ey, das ist ja mal mega beknackt. Eine Scheiße. Klapp. Aber wenigstens können sie ein bisschen angreifen hier. Ey! Oh, das ist ja mal wohl nicht wahr hier. So, da hinten gibt es noch was. Das ist ja da. Eine Truhe. Ja. Super. Na, kommt noch die auf. Beutel mit Kieseln. Oh, ich weiß nicht, was für arme Leute es gibt, die sich eine Truhe hier hinstellen und dann einen Beutel mit Kieseln reintun. Das stimmt wohl. Kann ich ihn nochmal ansprechen oder so? Ich will, dass er nochmal knurrt. Ne, da nicht. Vielleicht macht er ja gleich noch was. Wer weiß. Oh, es wurde gerade gespeichert. Ich glaube, ich speichere nochmal so. Zur Sicherheit. Ah, wandelnde Waffenkammer. Look at this. Undercity is feared by all. But there's no shortage of fools with coin who want to test it. What is this thing? Collared like a dog lord's bitch. You're some sort of canary lover. Maybe I should get rid of you and see who will pay the most for your pet. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Hört auf euren klugen Freund. A voice of reason. What's he doing with you? You lot think you're so damn right. Buying everything, running free marches like me into our own sewers. You want us bound, like this thing? I'll see you dead first. By the void! Kill it! Kill them all!